So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, seit langem kommt mal wieder was auf meinem Kanal. Ich weiß, ich war lange inaktiv. Ja, heute mache ich für euch das Orakel zum DFB-Pokalspiel Uerdingen gegen Dortmund, was heute Abend läuft. Ja, ich tippe auf ein 4:0 für Dortmund natürlich. Ja. Bei Uerdingen spielt ja der ehemalige Spieler Großkreuz. Hier zu sehen auf der rechten Verteidigerposition. Ja. Also ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie. Okay, das ist noch die alte. Ah, egal. Wir spielen jetzt einfach mal. So. Erste Halbzeit natürlich mit Uerdingen und zweite Halbzeit spiele ich mit Dortmund. Ja, mit der Mannschaftsaktualisierung meine ich. Das ist noch die alte. Ach, schade. Erste gute Chance für Uerdingen. Jo. Komm, geht drauf. Ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Aber ich denke, es werden alle Dortmund schreiben. Also ich werde zu. Okay. Da führt schon Dortmund. Ich wollte sagen, ich werde jeden Tag ein Orakel bringen. Also heute. Das Orakel Uerdingen gegen Dortmund. Morgen mal schauen. Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Für Sonntag auch noch nicht. Und für Montag natürlich die Bayern. Oh, Götze was. Oh, in der siebten Minute. Okay. Ja, es tut mir echt leid, dass ich im Moment so inaktiv war. Aber ich hatte irgendwie keine Lust auf YouTube. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder aktiv bleibe. Ich versuche am Samstag, also morgen, zu streamen, morgen Abend natürlich. Was ich mache, weiß ich noch nicht. Entweder FIFA oder GTA oder vielleicht auch irgendwas anderes. Also, aber kein Fortnite. Fortnite gibt es auf meinem Kanal eigentlich gar nicht. Oh, Glück gehabt. Für Uerdingen. Sehr schön. Hier runter. Nein, jetzt habe ich die Ansicht geändert. Fail. Ach, schade. Oh. Der war schlecht. Da hatte ich zu früh gedrückt. So, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ups. Und ja. Falls ihr euch fragt, was hier in meinem Gesicht hier ist, das ist einfach von meiner Krankheit. Es geht einfach noch nicht weg, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hätte es ja gerne mit Karten gemacht, aber ich habe jetzt nur noch. Ja gut, mit Karten geht ja eigentlich auch nicht. Ihr Ding ist in der dritten Liga. Oh ja, yeah. Das war ein schöner Pass. On. Oh! Ach, Uerdingen. Hallo. KC Uerdingen. Ja, die waren ja auch mal in der ersten Liga. Wer sich noch dran entsinnen kann. War gar nicht so schlecht. Also ich hätte gerne mit den aktuellen Teams gespielt. Na, egal.
Ich versuche beim nächsten Orakel das zu machen. Aber bald kommt ja auch FIFA 20, dann ist eh alles aktualisiert. Also fast alles aktuell. Ja, Moment. Ist er immer noch hier mit Sané zu den Bayern? Und er hat sich ja jetzt leider schlimm verletzt, sodass Bayern wahrscheinlich ihn nicht verpflichten wird. Und wahrscheinlich auch nicht verpflichten. Doch, verpflichten können sie ihn, glaube ich, noch. Bis irgendwann September oder sowas. Aber in England ist ja jetzt die Transferperiode zu Ende seit gestern. Also ich nehme es ja hier auf, also es ist heute bei mir. So, wo ist denn hier Kevin Großkreuz eigentlich? Da habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, 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 bitte nicht faulen. Huiuiui. Lauf! Ja, die Dortmunder, die haben ja richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und ziemlich früh auch alles. Die Bayern sind, naja, die haben jetzt 17 aktuelle Spieler im Kader. Der war noch abgefälscht, oder? Nee. Von mir war der abgefälscht, ja. Und ja. Ne, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Spiel ich morgen orakeln soll. Ihr dürft das dann entscheiden. Oh, oh, oh. Das war ein Fehler. Aber die halten sich gut mit 1 zu 0. Das ist, ja. Uiuiui. Und schön nach vorne hier. Ja, super. Jawohl. Schön gehalten. Ja, Halbzeit. Uerdingen liegt zurück mit 0 zu 1. Also. So, weiter geht's. Ich habe jetzt Götze rausgeholt bei Dortmund und Alcázar reingemacht. Eingewechselt. Oh, shit. Ah, man merkt, dass ich fast 2 Monate kein FIFA gespielt habe. Also so lange wie ich auf YouTube inaktiv war, so lange habe ich auch kein FIFA gespielt. Außer auf meiner Switch. So, Piszczek, Witzel. Ja, ich bin mal gespannt, wie Brandt und Hazard und so. Und Schulz. Alter, was tue ich? Ah, egal. Dann wird es vielleicht ein 1 zu 2. Auswechslung hier bei Uerdingen. So, hier Sancho. Ja, die Dortmunder waren richtig stark gegen die Bayern im Supercup. Ja. Uiuiui. Was spiele ich denn hier, ey? Lauf doch mal, Junge. Ach du Scheiße. Eieieiei. So, ich werde jetzt gleich noch mal auswechseln. Ja, ich bin mal gespannt,
wie FIFA 20 ist. Also ich habe es mir schon vorbestellt, Leute. Also es wird weiter FIFA auf meinem Kanal geben. Nur das nicht so schöne ist, dass die Allianz Arena von Bayern nicht mehr dabei ist. Alter, was mache ich? Ach, sorry, Leute. Ich bin echt irgendwie aus dem Spiel raus. Ich weiß auch nicht. Was machen wir? Wir machen Weigel rein für Delaney. Was könnten wir denn noch machen? Machen wir noch Brun Larsen rein. Für Guerrero. So. Und weiter geht's. Komm, bisschen schneller bitte. Ich hab doch nicht ewig Zeit. Und auf geht's, auf geht's. Ah, der war harmlos. Harmlos. Das war Glück und Eckball für Uerdingen. Kommen noch 20 Spielminuten. Wow. Ah, nein. Dass man nach 2 Monaten so aus dem Spiel hier ist, das verstehe ich nicht. Naja, ist ja nur ein Orakel. Aber es muss ja eigentlich einer gewinnen. Weil einer muss ja weiterkommen. Oh. Hopp, Alcázar. Ach. Ein Wurf. Na, ich spiele hier auf Profi, also ich glaube andere spielen sogar auf Weltklasse oder Legende irgendwie. Aber ich glaube, da würde ich jetzt irgendwie voll verkacken, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ja, egal. Oh, was tue ich? Ach man, wo spielst du hin? Jawohl. Yes, endlich. 2:1 für Dortmund. Also wenn das wirklich so ausgeht, 2:1, dann ist Uerdingen richtig stark. Aber ich glaube eher nicht. Also ich schätze mal so ein 4:0 für Dortmund. Mal gespannt, ob die ganz neuen auch dabei mitspielen werden. Brand und Hazard. Der einzigste, wo gegen Bayern mitgespielt hat im Supercup, war ja Schulz, der neue. Sonst war keiner von den neuen dabei. War gar nicht so schlecht. Nochmal ein Eckball.
Ui. Alter, was macht ihr? Meine Güte. Jawohl, Dortmund gewinnt hier 1:2. Naja. Aber im Real Life denke ich, dass Dortmund klar gewinnt mit 4:0. Denkt dran, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ich für morgen orakeln soll. Ihr dürft euch, ihr dürft entscheiden. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.